News hier, BB2K Airsoft Channel auf der IWA 2022. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich weiß ja nicht, ob das jetzt hier das erste oder das letzte oder das Video mittendrin ist. Deswegen muss ich immer lieb und artig sein und immer diesen Spruch bringen. Wir sind bei Jolly Airsoft, das ist ein G&G Armament Partner und die haben die neuesten Produkte von G&G Armament am Start. Wie ihr wisst, G&G Armament, eigentlich alles nur elektrisch. Es gibt aber zwei Highlights. Eins davon ist nicht elektrisch. Der Tobi verrät es schon so ein bisschen im Video. Das Beste kommt zum Schluss und so ist das Regal auch aufgeteilt. Ja. Das Beste hebe ich mir zum Schluss auf. Wir fangen jetzt erstmal an. Und zwar sind hier ja viele AR-15-Modelle rausgekommen. Die lasse ich erstmal weg. Eins schnappe ich mir und das ist hier das SGR 556. Und das ist wirklich ein neues System, was mir persönlich sehr gut gefällt, denn gehen wir mal in die Richtung hier, da läuft hier im Hintergrund hier auch ein Video mit dazu von diesem ganzen System. Es gab von G&G Armament, ich komme jetzt nicht darauf, welche das war, die Type 89 war es nicht. Jedenfalls haben die mal eine Airsoft rausgebracht, schon an den Markt, was mit einem Remote Control ist. Da könnt ihr also wie beim Titan Gate das Ganze einstellen, aber wie bei so einer Fernbedienung von einem Fernseher, der ist ziemlich klein. Da könnt ihr Pre-Cocking einstellen, wie der Fire Selector sein soll. All die ganzen Feinheiten funktionieren hier mit einer Fernbedienung. Wir haben hier ein verbautes Hop-Up-Justierungssystem an der vorderen Seite. Da habt ihr hier diese kleine Stellschraube, könnt ihr dann drehen und dann könnt ihr das Hop-Up justieren. Ihr habt hier einen Sensor mit drin, dass nach dem letzten Schuss, wenn ihr hier wirklich die letzte BB rausgefeuert habt, stoppt die Airsoft. Ihr müsst Magazin rausnehmen. Also, warte mal, jetzt habe ich hier diesen Pöpel. Warte mal, so geht es. Nimm es mal raus. Müsst ihr wieder reinstecken und einmal wieder einen Reload machen. Und dann könnt ihr wieder weiter schießen. Das ist eine richtig schöne Sache. Ihr habt auch hier die Möglichkeit, den Bodenkennst, der funktioniert auch. Und das Ganze ist hier aus Aluminium gefertigt, hier der Handguard. Der untere Teil hier aus Kunststoff, der obere Teil ist auch aus Kunststoff. Und wir haben hier, sehen wir auch die Möglichkeit, das MOSFET ganz leicht zu tauschen oder einzusetzen. Wir haben eine Split-Gearbox wie bei ICS, dass wenn ihr das aufklappt, könnt ihr also den oberen Teil hier rausnehmen. Habt auch die Möglichkeit, hier sieht man das ja kurz, die Möglichkeit auch einen Quick-Spring-Change zu machen, damit ihr die Energie für euer Spielzeit einstellen könnt. Und das sind so ein absolutes Highlight von diesem Gewehr, gefällt mir sehr, sehr gut. Und jetzt kommen wir aber der Grund. Das haben ja viele mal gefragt, G&G, wann bringt ihr endlich? G&G und ich, ja, ich lasse mal gerne alles fallen, ihr wisst Bescheid. Ihr habt immer mal gefragt, wann kommt denn dieses Lee Enfield MK1 heraus? Hier ist es. Ich habe es hier, ich muss wirklich vorsichtig sein, dass ich das hier nicht kaputt mache. Hier ist es doch mal. Also man hat mir gesagt, es kommt jetzt wohl raus. So wie ich ihn verstanden habe, noch dieses Jahr, ob das auch in Deutschland sein wird, weiß ich nicht. Ich feiere dieses Teil absolut ab, weil es ein ziemlich realistisches System hat. Ich kann jetzt hier den Verschluss rausnehmen. Habe ich es noch geschafft. Und dann kommt euch hier der Gastank raus. Und der Gastank ist wie ein Magazinclip gedacht, also genauso wie beim Original. Könnt ihr hier die 6mm BBs einführen und habt hier die Möglichkeit, das Ganze hier mit Gas zu betanken. Und dann kommt es hier rein, einrasten lassen. So. Und dann habt ihr hier eine ganze Menge Spaß. Absolut top das Teil. Das Einzige, was ich damit noch machen würde, ich würde wahrscheinlich das Holz noch mal abschleifen und es noch mal ein bisschen bearbeiten. Ansonsten ein absoluter Traum. Der Tobi fängt für euch jetzt viele Detailaufnahmen ein, weil ich weiß, ihr seid extrem heiß auf das Teil, genauso wie ich. Das ist wirklich... Ich lasse es noch mal springen. Ja. Und das finde ich ist eigentlich extrem genial. Das
Haken ist jetzt, weil jetzt hier keine Bibi mehr drin ist. Wenn die ganze Bibi drin ist, dann führt der natürlich hier immer eine ein. Absolut. Kult. Gesichert. Feuer. Also mein persönliches Highlight von G&G, muss ich euch ehrlich sagen. Und jetzt schalten wir ab.